die angestartet, die dabei so richtig ist, die haben wir halt angerichtet. Damit kommen wir auch schon langsam zum Ende unserer Vorstellung. Wir hoffen, es hat Ihnen ein wenig gefallen. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag, wie auch der Interalbi. Wenn Sie Fragen zu den Modellen oder allgemein zu denen haben, die Kollegen, kommen Sie an den Rand, sprechen die Kollegen an. Wir werden Ihnen also gerne bereit sein, Auskunft zu geben. Ja, das war nicht so, weil ich das mit der Dimension.
Schleuderräder produzieren. Und damit kann er also hier, wie man schön sieht, problemlos auch den Schnee bewegen. Er fährt bei uns hier nur mit etwa 20-30% Leistung von den beiden Elektromotoren. Das sind zwei Brushless-Motoren, a 200 Watt. Würde er die hier bei uns mit Vollgas laufen lassen, hätten wir das Problem, sie würden alles Schnee mit nach Hause nehmen, aber wir hätten nichts mehr. Also so viel Leistung wie diese Schneeschleuder, die er aber dann im richtigen Schnee wirklich auch braucht, weil es doch eine ganz andere Konsistenz ist. Man sieht also auch hier sehr schön dieses Polyethylen, wie sich das verteilt. Und man kann damit dann also auch den Effekt des Schneidens haben. Und wenn jetzt der eine Bulli da reinfährt, sieht man also auch sehr schön, dass dieser Schnee zwar liegen bleibt, aber nicht festklebt, sondern einfach nur lose drauf liegen bleibt, weil es antistatisch ist. Dann haben wir ja hier außenrum noch zwei Seilbahnen laufen. Das sind sogenannte Einseil-Umlaufbahnen. Das ist also nur ein Seil, was komplett immer weiter im Kreis läuft. Früher hatte man in der Regel ganze Seilbahnen, dazwischen liegen schon wieder sehr viele Größenverhältnisse. Bei diesen beiden Maßstäben ist es also so, es gibt im Handel keinerlei Material dafür, um zu sagen, das kann ich übernehmen und weiterbauen. Das sind komplette Eigenbauten. Es ist also alles dann gezeichnet worden, ausgedruckt und gelasert worden, auch Teile dabei. Vielleicht so ein paar Zahlen mal, so die beiden Ketten von den großen, von den silbernen hier, von unserem Green und Light Wolf. Das sind 2500 Schrauben in den Ketten verbaut. Das heißt also 2500 Löcher bohren, die Winde schneiden. Da vergehen schon einige Abende, bis diese Ketten dann fertig sind. Man muss sehr präzise arbeiten, dass sie auch gerade werden, sonst hat man das Problem, dass sie nachher leicht schräg sind und dann laufen sie sofort von den Kettenbändern ab. Das Modell ist jetzt etwa 3 Jahre im Bau und wird wahrscheinlich noch 2-3 Jahre brauchen, bis es endgültig komplett ist. Und dieses Modell ist es also so, dass das Schild vorne mit echter Hydraulik versehen ist, mit dieser auch arbeitet, aber da kommt wieder dieser Punkt. Die ganzen Hydrauliken, die man auf dem Markt kriegt, sind nicht nutzbar, weil wir mit den Maßen nicht zurechtkommen. Also hat er die Hydraulikzylinder selber gebaut auch, damit er sie genau auf seine Bedürfnisse einmal reinnehmen kann. Das wird zu gefährlich heutzutage auf dem Skimist bei den Skifahrern. Und zum Zweiten hat es den Vorteil, dass der Schnee über Nacht ruhen kann. Dass er wird ja durchgefräst und damit er dann wieder schön antreten kann, macht man es abends, damit halt morgens wieder die glatten Pisten da sind. Also jetzt hier vorne an der Liftstation, wie der Kollege mit seinem Kran gerade die Motoren aufnimmt und dann weggeht. Das ist also wie gesagt auch in Realität so. Der eine oder andere fragt sich, wo brauchen wir Fahren hier? Das ist also kein Styropor oder sowas. Das ist sogenanntes Low-Sensitive Polyethylen, auch auf gut Deutsch gesagt, Gröde wird. Das eine oder andere Modell hier läuft allerdings das Fahrwerk noch aus den 80er Jahren und hat nur neue Aufbauten bekommen. Dann haben wir sehr viele Modelle, die sind moderner und überarbeitet, dank eines Kleinserienherstellers, der auch fanatisch ist an diesem Pistenraum, der hat sie in die Produktion aufgenommen. Und das ist jetzt der Firma Pistenkick zu verdanken, dass es heutzutage wieder Pistenraum gibt in mehreren Varianten. Dadurch doch dieses exklusive Hobby etwas leichter geworden ist, weil man halt viel mehr Teile und Material bekommt. Wir arbeiten hier vier verschiedene Typen in den Modellen fahren. Das sind auch alles nach dem Original, das sind die TB 400, TB 600, die ganz neuen und einen alten TB 200. Der TB 200 oder zwei Stück fahren gerade wieder die Piste hoch, das ist also, das sind unsere Oldies, wie man so schön sagt. Danach kommt ein TB 400, wir sorgen aber eher dazu Windtechnik, um dadurch Motorleistungen zu sparen. Dahinter folgt dann dieser gelb-orange Pulli, das ist also, der ist extra so poliert worden, für dieses Jahr, die Ski werden jetzt dann hoch. In der Regel sind sie alle rot, aber es gibt dann halt auch diese Sonderarten davon.
Dann brauchen wir die kleinen 1 zu 16er Fitgriff, um die Rampe frei zu machen. Jetzt versammeln wir die Schale noch einmal, um dann gemeinsam runterzufahren. Und danach wird dann eigentlich auch, wie man richtig erlebt, ist die Aufgaben verteilt. Es werden also nachher hier welche versuchen, einen Pfandpark anzulegen, beziehungsweise eine Steilkurve. Es wird Kranarbeiten geben und es wird den Umzug geben. Und zum Schluss der Vorstellung gibt es dann noch einen Schneeschleudereinsatz. So, also unsere Piste ist schon fast zu relativ neuen Fahrwerken, das haben wir Pisten kriegen. Die sind im Übrigen auch hier vertreten, die sind hier gleich in die Ecke. Es ist ein nicht gerade billiges Hobby, aber dafür kriegt man wirklich sehr, sehr hochwertige Produkte. Ja, also hier diese Brücke oder diese Rampen, die wir aufgebaut haben, sind eigentlich relativ zu zeigen, dass die Modelle auch eine sehr, sehr hohe Steigfähigkeit haben. Dann darf ich bitte unseren Parcours-Wilzen auf die Rampe. Das ist halt ein sehr besonderes Fahrzeug. Heutzutage nehmen die Pfandparks für Snowboarder und Skifahrer immer mehr zu. Und dafür braucht man auch spezielle Pistenraufen. Und diese Raufen müssen ja Schild. Man kann sie also dann einstellen, was sie anspringen soll, bei welcher Luftfeuchtigkeit und wie viel Schnee sie produzieren kann. In den Bergen ist heutzutage überall ein großes Wassernetz verlegt worden und auch Strom. Aber um die Wassermengen, die so eine Kanone verbraucht, schnell zur Verfügung zu stellen, bräuchte man gigantische Hochleistungspumpen, die dieses Wasser aus dem Tal auf den Berg transportieren. Deshalb ist es heutzutage eigentlich üblich, dass jedes Skigebiet oben auf dem Berg riesige Pumpenseen hat oder Speicherseen hat, um dann in kürzester Zeit 1, 2 oder 3 Millionen Kubikmeter Wasser in einer Nacht mit Schnee zu trocknen auf dem Berg. Und da kommt man dann also auch nicht mehr mit einem Kranfahrzeug oder einem LKW hin. Das müssen dann Pistenraupen übernehmen. Und diese Raupen haben dann halt einen Sondereinsatz für den Kran. Der Kollege hat also schon sein Material aufgenommen, fährt das dann zur Liftstation und wird dann gleich mit diesem Kran die Motoren ausladen, die dann auch montiert werden können. Der Kran läuft komplett hydraulisch und er kann ihn also von hier aus dann auch in die Fertigung problemlos bedienen. Wie gesagt, das sind ganz seltene Fahrzeuge. Es gibt noch zwei Skigebiete weltweit, die haben hinten auch einen Bagger montiert. Die sind in erster Linie in Gletschergebieten im Einsatz, um auf dem Gletscher die Masten von den Sesselhütten zu versetzen, weil der Gletscher ja immer weiter wandert. Wie man jetzt hier auf der Mitte sieht, fangen also die Kollegen an, den Park ohne Wasserkraft von 4 bis 4,5 Tonnen bringt, ist es also dann möglich, den Schnee, den die Skifahrer über Tag ins Tal fahren, wieder auf den Berg zu bekommen. Früher war es meistens so, dass zum Skisaisonende die Berge schon grün waren, aber die Täler waren immer noch schwer weiß, weil der Schnee nicht mehr bergauf geschoben werden konnte. Zum Zweiten ist es so, heutzutage möchte jede Skifahrer eine ganz gerade, glatte Piste.